Die Flucht. Letztes Mal. GLaDOS. Wheatley hat uns vor GLaDOS irgendwie gerettet durch irgendwelche Geheimwege. Und wir sind kurz davor zu entkommen. Wir sind jetzt gerade schon bei die Flucht. Teil 5, die Flucht. Also der Flucht. Okay. Was müssen wir machen? Oh, klasse. Du hast es geschafft. Okay, mir nach. Wir haben noch viel zu tun. Zum ich komme. Sie uns hier nichts ab. Was ist los? Okay. Okay, nicht bewegen. Okay, gut. Ich habe da eine Idee, aber es ist verdammt gefährlich. Bereit? Ah! Oh, das kann doch nicht. Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Das haben die mir über so ziemlich alles gesagt. Wieso habe ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Ganz schön dunkel hier, was? Das ist voll creepy. Ist hier vor langer, langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören. Die der Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Vielen Dank, Wheatley. Jetzt habe ich Angst. Stehen bleiben, der Fabrikeingang muss hier irgendwo sein. Das ist so. Wheatley, warte. Vorsicht! Warte, ich leuchte dir für den Sprung. Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Oh, schön gemacht. Ah, das kennt man aus dem Anfangsgedöns. Schnell, hier lang. Nein! Mein Gott. Lust auf eine kleine Geschichte? Nein. Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells. Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Die, Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir, das mit dem übel riechend. Was muss ich denn machen? Hallo? Ich nix wissen. Kann ich Licht auch duplizieren? Oh ja. Ne, irgendwie. Ah doch. Hä? Hier runter. Ne. Wir müssen uns hier kurz trennen. Schieß ein Portal zu dem Korridor. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Okay, ich hab's. Ey. Wo muss ich hier denn hin? Ich hab die Problemlösung. Da 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 da. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es diesen Raum häufiger gibt als nur einmal. Okay, was muss ich machen? Ah, da bist du. Kommst du an die Mauer da hinten ran? Ja, klar. Da bin ich. Hi. Okay, hier drüben ist noch eine Wand. Ja. Oh, ich sag dir was. Ich liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur. Einfach faszinierend. Oh, Licht. Gut. Also, ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Sehen uns unten. Viel Glück. Sei vorsichtig. Wow. Okay. Okay, ich hab's. Nein! Mann! Oh, bitte bring mich nicht zurück am Anfang. Bitte. Bitte lass es. Und ihre Kultur. Okay. Einfach faszinierend. Gut. Also, ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Wo muss ich hin? Ah, ich kann mir vorstellen, vielleicht dahin. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso? Wieso kriege ich denn das nicht hin? Wolwig-Wasser, das beruhigt. Und ihre Kultur einfach faszinierend. Da. Okay.
Jetzt machen wir das ganz vorsichtig. Wir springen hier drauf und von hier dann also, ich nehme den gezielten Sprung. Okay. 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 Es ist sehr laut. Ich hoffe, das ist in den Aufnahmen nicht so. Ladezone, okay. Okay. Also jetzt kommt wieder dieser actionreiche Part. Das heißt, wir sind kurz vor Ende des Spiels und das finde ich irgendwie bedingt schade. Weil das Spiel an sich irgendwie ultra cool ist und... Okay. Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Okay. Gehen wir mal auf das Band drauf. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Kann ich hier durch? Nein, kann ich nicht. Bitte verlassen Sie das Band. Ja, ich bin weg. Jetzt ist das hier auch noch ein Jump and Run oder was? Portal ist so individuell. Ich will nicht in die Verbrennungsanlage. Nee, geh weg, du schießt doch. Wieder komm mit. Boah, der hält mich hier total auf. Wohin muss ich? Dahin, glaube ich. Werd böse. Nee, geh weg. Ah, da muss ich hin. Da ist der Weg. Wo lang? Ich glaube hier lang. Und dann rechts oder links? Rechts. Sind wir überhaupt richtig? Ja, es sieht richtig aus. Ja, okay. Hey, ich sitze hier fest, hallo. Wow. Okay. Ich hab's, glaube ich, hoffe ich. Hier werden die Roboter getestet, ob sie richtig funktionieren oder nicht. Vorlage. Antwort. Oh, klasse, du hast es geschafft. Ja. Ach, das wird dir gefallen. Antwort. Oh ne, hier kann ich noch fangen. Tada! Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion lahmgelegt. Antwort. Na schön. Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Ganz schön technisch. Du musst dich umdrehen. Fertig. Ja, gut so. Hol den Turm raus. Ich muss die Tür hacken. Na trotzdem nicht. Ah doch. Das sollte genügen. Keine Vorlage. Vorgang erfolgt aus Speicher. Antwort. Oder auch nicht. Gut, dann wollen wir mal sehen, wie wir das Fließband. Komm ich hier durch? Fällt dir etwas ein? Antwort. Jo, ich mach mal kurz die Tür aufhacken hier. Bam. Nein. Ich weiß nicht warum, aber das ist so lustig. Komm ich jetzt hier durch? Nee. Vorlage. Was muss ich machen? Was will, wenn ich mich da nicht fühle? Was ist los? Na schön, folgender Plan. Wir beide werden weiter nachdenken. Vorlage. In aller Stille. Antwort. Vorlage. Ja, was? Antwort. Oh, warte, ich hab's. Nein, ich hab's doch nicht. Wir können doch so einen einfach da reinstellen, aber ich krieg so einen nicht, gell? Nee. Ein Stuhl. Oh, mir fällt da was ein. Ich könnte so tun, als hätte ich dich gefangen. Ich liefere dich ihr aus und sie bringt dich um. Dann könnte zumindest ich weiterleben. Was Hallo? Nee, ist nicht so.
Aber der Turm ist doch weg. Ob das System eine Sicherungskopie speichert? Ja. Moment. Wie wär's, wenn wir ihn etwas anderes scannen lassen? Ja, ein Stuhl. Komm ich jetzt hier durch? Vorlage. Antwort. Wir stellen einen dieser fehlerhaften Türme in den Scanner. Hab ich doch gesagt! Vorlage. Antwort. Ja, hol einen von den nutzlosen Türmen und bring ihn her. Vorlage. Antwort. Ja, wie denn? Ja, hol einen von den nutzlosen Türmen und bring ihn her. Ja, wie hole ich ihn denn? Ich weiß nicht mal, wie ich hier rauskommen soll. Ja, oh. Hol einen von den nutzlosen Türmen und bring ja, ihn her. Ja, ist doch jetzt gut, Wheatley. Nö, hä? Vorlage. Antwort. Hallo. Ja, hol einen von den nutzlosen Türmen und bring ihn her. Ja, dann mach die Tür hier auf. Ist es ein Bug, dass ich jetzt ja, nicht... Hol einen von den nutzlosen Türmen und bring ihn her. Oh, kann ich die vielleicht hier holen? Vorlage. Antwort. Wer weiß? Hä? Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Es macht keinen Sinn. Ich muss da vorne durch die Tür kommen. Antwort. Ich muss da vorne durch die Tür kommen. Es muss durch die Tür gehen, weil die Tür führt dorthin, wo wir hin müssen. Kann ich hier runterfallen? Nö. Ja, hol einen von den nutzlosen Türmen und bring ihn her. Ja, mach die Tür hier auf. Hallo. Letzten Spielstand laden, ja. Ich glaube, es ist ein Bug oder so, dass wir da nicht durchkommen. Tada! Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion lahmgelegt. Ist mir schon klar. Hast du mir falsch erzählt? Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Ganz schön technisch. Du musst dich umdrehen. Fertig, gehackt. Ja, gut so. Hol den Turm raus. Ich komme hier auch nicht hoch irgendwie. Wheatley fährt im Übrigen da durch die Wand. Auch cool. Okay, das sollte genügen. Keine Vorlage. Vorgang erfolgt aus Speicher. Oder auch nicht. Gut, dann wollen wir mal sehen, wie wir das Fließband anhalten. Fällt dir etwas ein? Irgendwelche Ideen? Einfälle? Nein? Na, ich auch nicht. Vorlage. Antwort. Hallo. Vorlage. Antwort. Denkst du noch nach oder was ist los? Ich will hier durch! Ich guck mir gleich eine Lösung im Internet an. Beide werden weiter nachdenken. Antwort. In aller Stille. Vorlage. Antwort. Oh, warte, ich hab's. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Vorlage. Nein, ich hab's doch nicht. Antwort. Vorlage. Antwort. Oh, mir fällt da was ein. Ich könnte so tun, als hätte ich dich gefangen. Ich liefere dich dir aus und sie bringt dich um. Dann könnte zumindest ich weiterleben. Antwort. Was hältst du von der Idee? Vorlage. Antwort. Aber der Turm ist doch weg. Vorlage. Ob das System eine Sicherungskopie speichert? Oh, wie oft muss ich denn da jetzt noch hinlaufen? Wie wär's, wenn wir ihn etwas anderes scannen lassen? Ja! Langsam nervt's. Und sehen, was passiert. Vorlage. Antwort. Hallo. Vorlage. Ja, hol einen von den nutzlosen Türmen und bring ihn her. Vorlage.
Antwort. Hallo. Ja, hol einen von den nutzlosen Türmen und bring ihn her. Ich glaube, das ist ein Bug. Ich glaube nicht nur, dass es ein Bug ist, ich glaube, das Spiel ist kaputt. Antwort. Der wird darüber gefeuert, ernsthaft. Vorlage. Antwort. Hallo. Vorlage. Antwort. Hallo. Vorlage. Antwort. Danke, du hast mir den Hintern gerettet. Was ist hier? Tut das ein Ausbruch? Ich kann nicht sehen. Mal die Augen auf. Okay. Vorlage. Darauf kommt aber auch kein Mensch. Vorlage. Antwort. Oh, klasse, du hast einen. Ja, stell ihn da rein. Mal sehen, was der Schrotthaufen anrichten kann. Vorlage. Neue Vorlage akzeptiert. Es klappt. Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Genial. Okay, du achtest auf das Fließband und ich mach uns die Tür auf. Vorlage. Okay, der Meisterhändler fängt jetzt an. Von weitem sieht es ein bisschen leichter Vorlage. Aus. Dauert etwa 10 Minuten. Behalte die Tür im Auge. Das wahnsinnig lange 10 Minuten. Okay, wir haben's. Seit wann ist die Tür denn schon auf? Hast du nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Es muss doch ein Summen oder ein Warnton oder einen Hackeralarm gegeben haben. Klar, das Wichtigste ist, die Tür ist offen. Aber beim nächsten Mal sag doch irgendwas. Neurotoxinproduktion. Also ihre Geschütztürme kann sie vergessen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengiftanlage. Nervengiftanlage ist in die Richtung, aber da geht's gar nicht weiter. Okay, geht's gar nicht weiter. Ach so, hier durch. Okay, macht Sinn, macht Sinn. Vater, ja, ja. Tochtertag in der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen. Potato Power. 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder, aber wirklich genial war das nicht. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht nennen. Ist das dieses... Backpulver-Vulkan. Naja, zumindest ist es keine Kartoffelbatterie. Wirklich originell oder wissenschaftlich wertvoll ist es aber trotzdem nicht. Nicht mal für ein Kind. Das ist ein Portal. Cool. Das reicht schon fast bis rauf zur Decke. Wahrscheinlich ist die ganze Anlage bereits von Kartoffeln überwuchert. Wenigstens verhungerst du nicht. Ach, das ist eine Kartoffel. Oh. Okay. Sonst noch was hier? Nein? Okay, weiter geht's. Nee, nicht weiter geht's. 17 Minuten, die Folge endet an dem Punkt. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, oh Gott, lasst gerne ein Like da. Oh. Das war anstrengend mit diesem Turm. Ich hoffe, beim nächsten Mal wird's besser.